Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Drakengard. Wir befinden uns immer noch... Hallo, untote Soldaten. Oh, Quatsch, das waren gar keine untoten Soldaten, die haben mich angelogen. Die waren ziemlich am Leben und haben mich zu Schuss gefallen. Wir befinden uns auf dem Schlachtfeld, nachdem wir scheinbar das Ende der Welt mit ansehen durften, oder zumindest das bevorstehende Ende der Welt. Unsere Mission ist es nun, die verbliebenen Feinde voller Hass und Wut zu zerschnibbeln. Allerdings stehen diese auch mal gerne wieder auf. Was ein bisschen merkwürdig ist. Schwer zu sagen, ob es das Imperium selber ist, was das veranlasst, oder ob es das Internet ist. Nein, ob es das Ende der Welt ist, wodurch das geschieht. Wir wissen nur... Was wieder aufsteht, muss erneut fallen. In die Abgründe der Hölle. Weltfrieden? vermutlich nicht. Hätte ja sein können. Aber wenn ich mal vermuten müsste, da sie nicht auf Weltherrschaft aus sind, dann würde ich mal sagen, auf die Zerstörung der Welt. So, ich bin fertig mit der Waffe. Ich kann jetzt jede Waffe nehmen, die ich möchte. Werde aber erstmal den Exekutor trainieren, denn für solche Missionen ist es besser, wenn ich zumindest einigermaßen schnell zulangen kann. Und da ist es furchtbar, wenn ich das mit einer schwachen Waffe mache. Ab und zu mit einer langsamen Waffe ist es fast dasselbe. Dann habe ich halt eine langsame gegen eine schnelle starke ausgetauscht, aber langsam ist halt wirklich... Naja, wie soll ich sagen? Langsam. Allerdings ist die Waffe relativ stark, wenn es um den Rennangriff geht. Ihr seht, zwei Schläge für so einen normalen Soldaten ist ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Ihr kennt mich ja. Ein Rennangriff vernichtet die normalen Soldaten zumindest schon mal. Ist auch gut so. Und die Mission dauert. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ihr könnt dem Projekt was abgewinnen. Denn die Story selber ist unglaublich gut. Irgendwo, meiner Meinung nach. Das Gameplay ist nicht für jedermann. Das ist etwas, was ich einsehe. Nicht jedermann mag diese Spiele à la Dynasty Warriors. Das ist... Wenn ich irgendein Spiel nennen müsste, was dem hier am nächsten kommt, dann ist es sowas wie Dynasty Warriors. Von mir aus auch Fist of North da. Na, wo sind sie aufgetaucht? Unten rum. Na gut, die sind so weit weg, da kann ich dann mal eben eine Detour machen. Aber ja. Es ist klar, dass dieses Gameplay nicht was für jeden ist, denn im Prinzip seht ihr mich dann jedes Mal nur durch die Gegend rennen, hier mal ein wenig platt machen, hier ein bisschen da. Ist natürlich nicht das Interessanteste. Was ich auch voll und ganz verstehen kann. Deswegen hoffe ich eher, dass ihr der Story was abgewinnen könnt, als im Gameplay von mir aus. Denn das Gameplay ist natürlich ein bisschen, ja, eintönig. Das ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Es ist relativ eintönig. Teil 2 macht es ein bisschen besser oder lockert zumindest auf mit verschiedenen Charakteren, die man benutzen kann. Und dazu... die Waffen sind dieselben. Die Story ist aber größer, schwieriger. Hat mehr Struktur, mehr Dichte. Also wenn man dem Teil hier nichts abgewinnen kann, kann man auch zwei spielen. Allerdings hängen sie geschichtlich miteinander zusammen. Was wiederum heißt, wenn ihr das hier nicht versteht, dann werdet ihr das andere wahrscheinlich auch nicht großartig verstehen. Dann werdet ihr euch nur denken, was zum Teufel ist das für ein Bullshit. Und natürlich, ihr dürft nie vergessen, ich habe gesagt und ich bleibe dabei, zumindest laut den offiziellen Einträgen, dieses Spiel ist mehr oder minder, oder grenzt zumindest an das Spiel Nier.
Mittlerweile ist Nier ein relativ bekanntes Spiel, auch hier im deutschen Raum. Und nachdem ich es gespielt habe, ich kann voll und ganz verstehen, nachdem ich es gespielt habe, warum es ein gutes Spiel ist. Bin ich ganz ehrlich, ich habe es geliebt, ich habe es gesucht, das Spiel ist genial. Ich habe meine ganzen Spielstände noch. Für diejenigen, die wissen, warum ich jetzt sage, ich habe sie noch, als wäre es was Besonderes. Ich habe sie noch. Es macht einfach Spaß. Das Spiel hier macht mir halt auch Spaß. Ich habe zumindest zu tun, wenn ich mal Langeweile habe, kann ich die ganze Zeit offscreen leveln. Habe ich kein Problem mit, mache ich gerne. Hier ist natürlich wirklich die Tatsache, dass ich hier ich muss noch einen Ticken weiter. 10, 20, 30 Minuten nur auf dem Drachen sitze, um dann von Punkt A zu Punkt B zu kommen, um dann wieder eine Gegnerkolonie zu vernichten, um dann wieder die nächsten Gegner zu vernichten. Und das wiederholt sich alle paar Minuten nach. Aber, ja. Ich weiß nicht, das Spiel hat einfach einen Charme für sich, für mich, auf mich, für mich, wie auch immer. Das wollte ich nicht machen. Genau deswegen, weil es mir weh tut. Egal. Ja, großes Problem, man sieht es direkt immer, wenn ich in solchen Lagen bin mit mehreren Gegnern. Die Waffe ist langsam, das heißt, ich kriege meistens aufs Maul, selbst wenn ich im selben Moment angreife wie der Gegner. Die Gegner sind schneller. Solche Waffen sind langsam. Und ich bin auch kein Fan von langsamen Waffen, das man so nebenbei bemerkt. Achso, vielleicht in meinem Dark Souls LP. Worüber sich jeder beschwert hat, dass ich eine Waffe benutze, die mir gegeben wird vom Spiel. Was ich immer sehr unterhaltsam fand. Eigentlich gerade? Da. Jetzt bräuchte ich natürlich die Karte nicht mehr, aber die hatte ich schon aufgemacht, bevor ich gesehen habe, wo der Gegner ist. Na, komm mal. Ich weiß nicht, warum ich den Typen unbedingt einer hauen wollte, aber ich wollte unbedingt dem einen Gegner da noch einen runterhauen. Na, ja, wenn ich jetzt schon dabei bin. Könnte der auch gehen. Ach, so, wo sind die letzten drei? Müssten auch jetzt jeden Moment, danke sehr, auftauchen. Was ich sehr gut finde. Ja. Der Sprungangriff mit dem Exekutor tut sehr gut weh. Also, ich weiß nicht, wie das mit Sprungangriffen etc. berechnet wird, aber er tut weh. What is happening? Lord Keim! Tja, mehr von diesen untoten Kriegern. Ich hab's ja gesagt. Töte ich sie auf der einen Seite, kommen sie auf der anderen Seite wieder raus. Deswegen kann man froh sein, dass es nicht so läuft, dass ich die hier vernichte und auf einmal tauchen dann direkt neue auf oder sie stehen ein zweites Mal auf. Wobei es ganz praktisch wäre, wenn man das so direkt instant hätte. Allerdings sind diese Gegner hier mit den Lanzen etc. pp. sowieso viel schwieriger, also bin ich da immer sehr froh, dass sie nicht doppelt und dreifach aufstehen. Natürlich kommen wir einigermaßen gut mit denen klar, das ist jetzt nicht das Problem. Zumindest noch nicht. Und hinterher hopsen und hinterher laufen und finaler Schlag. Ich könnte mich jedes Mal mit den mir natürlich hinterherlaufenden Skelettrittern anlegen, aber wozu? Kostet mich nur Mühe. Bringt mir nichts. Bringt mir auch nicht richtig was vom Angriff her. Naja, toll. Ich habe natürlich mit dem Angriff auch direkt diese unempfindlichen Ritter getroffen. Natürlich. Ich gehe direkt ins nächste Gebiet rein. Nein. Ah, um Gottes Willen. Oh mein Gott. Jetzt ist gut. Das ist zum Beispiel ganz schlecht. Wenn ihr merkt, wie schnell meine Energie hier runtergezogen wird. Meine Güte. Jetzt ist aber gut hier. Ah.
Also ja. Nicht so eine tolle Idee, sich umzingeln zu lassen. Kain, do you hear the goddess's voice? You must at least. Wieso sollte ich ihre Stimme hören können? Ja, verdammt, da liegt immer noch einer. Wieder direkt umdrehen. Mist. Verdammter. Gut, vielleicht genau bei den Landen nicht unbedingt die schlauste Idee, die ich je hatte, aber hey, es hat ja funktioniert. Ich lebe noch. Der Boomerang-Effekt der Magie ganz nett, aber nicht wirklich toll. Wenn ich ihn beschreiben sollte für euch. Kriegt keinen Kombi-Approve-Stempel drauf. Nicht so wirklich. So. 4, 6. 6 Feinde dieser Art noch. Und da ich jetzt Angst um mein Leben habe, werde ich auf Raikuni wechseln. Sollte zumindest dafür sorgen, dass ich bessere Kombos mache und damit erstmal wieder Gesundheit herstellen kann. Und es scheint zu funktionieren. Da bin ich froh drüber. Was gezeichnet. Ja, wie gesagt, ich muss hier ab und zu ein bisschen aufpassen, dass ich nicht drauf gehe. Das liegt daran, ja, mitunter langsame Waffen. Ich weiß nicht, passiert mir mehr, wenn ich langsame Waffen benutze. Oder Waffen, die nicht voll gelevelt sind. Aber im Grunde. Oh, ist das die Festung? Ja, ich lass mich so leicht ablenken. Im Großen und Ganzen passiert es nur mit Waffen, die langsam sind, weil man damit schlecht Kombos machen kann. Das Problem daran ist dann eben die Tatsache, keine Kombos, keine Lebensenergie. Dazu wird man oft getroffen und das führt dann auf jeden Fall dazu, dass man mehr Schaden nimmt, als man wieder vielleicht rauskriegen könnte. Das endet dann schlussendlich mit dem Tod. Was ich schlecht finde. Also bleiben wir einfach hierbei. So, weg. Au. Das habe ich kaum gesehen. Also nur weil ich... Oh mein Gott, jetzt ist er mal gut hier. Wow, wow, wow. Also der... Wow, der Energieverlust, das war ja jetzt übel. Holy cow. Ich achte da ja nie so großartig drauf, bin ich ganz ehrlich. Denn ich denke mir so, na, ich level schon die ganze Zeit, dadurch, dass ich meine Waffen trainiere. Ja, da wird schon nichts passieren mit Schaden. Ha, 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 ha. Natürlich nicht. Ja, und ihr seht, Raikuni mit aufgeputschten Level, mit der Magie. Äußerst krasser Effekt. Auf einmal. Habe ich doch gesagt, ihre Festung, nehme ich an. Ich denke nicht, dass es ein fliegender Brocken ist. Das wäre zwar auch möglich, aber unwahrscheinlich. Damit rum ist es schon unwahrscheinlich hier in diesem Spiel. Und für unseren Sieg erhalten wir... Injurius auf seiner höchsten Stufe. Sehr schön. Das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Aber hey, wir kriegen Injurius auf die höchste Stufe. Und das ist gut. Nicht zu sagen, sehr gut. Nicht zu sagen, das Beste, was hier passiert ist. Naja, okay. Das vielleicht nicht, aber es ist gut. Okay, es ist gut. Unter Keim erstrecken sich jetzt hunderte Morgen von totem Land. Und in der Zwischenzeit... haben sich am Himmel imperiale Monster wie ein Schwarm Heuschrecken zusammengerottet. Das Ziel von Keim und dem Drachen ist die imperiale Himmelsfestung, in der die Göttin Furiae gefangen gehalten wird. Hm.
Also eine Flugmission nehme ich an. Na, das ist doch mal Musik. Vernichte alle Dämonenaugen. Ah. Au. Okay, Dämonenaugen, wie ihr sehen könnt, sind im wahrsten Sinne des Wortes Augen. Dämonische Augen, wenn man so will. Zwei Schüsse, dann sind sie besiegt. Au. Jetzt ist aber mal gut hier. Meine Güte. Das ist ja übel hier. Schön und gut, dass sie wehtun, aber das war ja jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Da sollte man doch meinen, einmal ausweichen reicht, aber nein. Oh Gott, oh Gott. Aua. Weg, 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 weg von dem Scheißzeug. Ich meine von diesem niedlichen Farbenspiel, was mich vernichten möchte. Weg. Jawohl. Ich bin auf dem Weg zur Festung. Und das ist mir neu. Was auch immer. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Mein Gott, wie soll man dem Scheiß ausweichen? Ich erinnere mich nicht mal an den Müll. Aber das ist ja elendig nervig gewesen jetzt gerade. Meine Güte. Geben von diesen Kleinen hier. Soll ich die nicht, darf ich die nicht angreifen, während die irgendwie komisch rumleuchten, aber keine Ahnung. Ich glaube. Oder sagen wir mal, ich tendiere zu diesem Glauben. Denn das Ganze tat jetzt doch ein bisschen sehr weh gerade. Dass ich eine Gegneranalyse, ich sag mal, abhalten sollte, um sicher zu gehen, dass es so und so ist und ich das und das machen sollte, um nicht drauf zu gehen. Nicht drauf gehen klingt nämlich nach einer ganz guten Option eigentlich. Könntest du stehen bleiben? Okay, was lebt jetzt noch? Du lebst noch, okay. Fein. Du bist tot. Ausgezeichnet. Werden wir nie erfahren, wenn wir nicht mal versuchen, dahin zu fliegen. Aber momentan sind wir damit beschäftigt, andere Dinge zu vernichten. Also warum überhaupt fragen? Wenn ich eh nicht mich darum kümmern kann. Brauchen ein Ritual, um das Siegel zu zerstören. Man kann nicht einfach sagen, kaputt machen. Draufhauen. Besonders wenn es um Furiae geht. Ich glaube nicht, dass sie äußerst widerstandsfähig ist. Mein nur. Wir kommen nicht dran. Wir kommen allen Ernstes nicht dran. Warum nicht? Ich meine, wir sind auf einem Drachen.
Damn it! Und Gott, nur noch, noch ein Viertel Energie. Gute Güte. Das war mir persönlich zu knapp. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir herausfinden, wie wir an diese Festung rankommen sollen. Ich würde liebend gerne da oben sein. Aber schlussendlich geht das wohl nicht. Die Himmelsfestung, Kapitel 6. Ja, die Wolken, wunderbar. Vorher allerdings werden wir beim nächsten Mal hier die Siedlung im Gebirge machen und diese zwei, diese zwei freien Missionen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.